Wir haben Tiki getroffen und das 16. Kapitel erfolgreich absolviert, Leute. Willkommen wieder zurück zu Fire Emblem Awakening. Das ist eine schöne Errungenschaft. Wir können jetzt hier mit der Feste Steiger weitermachen. Aber wir haben auch noch Supports etc. Es gibt wieder einiges zu tun. Und vor allem sind wir das hier dann endlich mal los. Ja, hier kommt der S-Support nun endgültig zustande. Das ist großartig. Ich freue mich riesig über diesen Fakt. Dementsprechend lassen wir uns das nicht nehmen. Fangen wir doch direkt mit dem S-Support an. Mal ganz im Ernst. Ja, let's go. Hey. Hey, Novi, ich hab nachgedacht. Wir suchen noch beide nach was. Stimmt's? Okay. Stimmt. Naja, warum suchen wir nicht einfach zusammen? Really? Oh, das ist eine tolle Idee. Schwören wir uns. Hier, kleiner Fingerschwur. Ich hab was anderes als den kleinen Fingerschwur gedacht. Huh? Daumenschwur? Yeah. Für den hier brauchst du wohl eher deinen Ringfinger. Whoa. Oh, von denen habe ich zwei frei. Das klappt also. Ein Schwur fürs Leben. Huh. Es ist ein Heiratsversprechen. Aha. Ich weiß schon, die Leute denken immer, ich wüsste solche Sachen nicht. Yeah. Na, dann wird es jetzt wohl Zeit. Gib mir mal deine Hand. Alles klar. Juhu, der Ring passt perfekt. Juhu, wir haben es geschafft. Jetzt sind wir einander versprochen. Versprochen ist versprochen, das wird niemals gebrochen. Darüber mach dir mal keine Sorgen, ich bleib mein Leben lang bei dir. Danke, Donny, ich bin so glücklich. Ich bin so froh, ich könnte tanzen. Juhu, juhu, juhaisa. Oh, das war ein schneller Support, okay. Aber ist in Ordnung, das passt trotz allem. Novi und Donald haben wir jetzt. Wunderbar. Perfekt. Donald hat eh schon einen passenden Skill. Bei Novi könnte man theoretisch noch nachdenken, ob man noch kurz den Klassenwechsel macht. Einfach um noch einen Level 1er Skill mitzunehmen von einer Basisklasse. Das wäre im Falle des Wyvern-Ritters sogar vernünftig, weil plus 2 Stärke ist jetzt nicht unbedingt so schlecht. Könnte man durchaus darüber nachdenken. Wenn man das möchte, warum nicht? Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Bin noch ein bisschen hin und her gerissen, aber sehen wir mal. Jetzt ist erstmal Chris dran, würde ich sagen, Lonzu. Den Support noch ausbauen. Hast du Lust auf eine weitere Runde? Nein, vielen Dank, ich erhole mich noch immer von unserem letzten Übungskampf. Ich sag nur so viel, ich bin froh, dass wir nicht gegen Ferox Krieg führen. Und ich bin noch nicht einmal der Stärkste dort, ich bin immer noch unerfahren, roh. Das kann ich nur schwer glauben, du bist ein Monster im Kampf. Aber vermutlich bist du so weit gekommen, weil du hart mit dir ins Gericht gehst. Nein, ich bin nur ehrlich zu mir. Wenn du gesehen hättest, was ich sah, wenn du ihn hättest kämpfen sehen, dann wüsstest du, wie viel ich noch vor mir habe. Meinst du Khan Basilio? Right. Mit seiner Beherrschung der Schwerter verleiht er der Klinge Kraft und Tiefe. Ich dagegen könnte im Vergleich zu ihm genauso gut eine Feder schwingen. Da ich seine Kraft kenne, würde ich nicht wagen, mich als stark zu bezeichnen. Doch er gab dir etwas, das für dich erstrebenswert ist. Ich beneide dich, wirklich. Wenn du stärker werden willst, musst du ein Vorbild finden, dem du nacheifern kannst. Wenn du währenddessen üben möchtest, musst du mich bloß fragen. Das werde ich, danke. Okay, auch ein recht schlichter Support. Das ging ja eigentlich ganz schnell. Ab zur Kaserne mit uns. Hier gibt es wieder eine Menge, was sich angestaut hat. Und das meiste werden wir hier entsprechend skippen natürlich, außer es ist irgendein tolles Item dabei. Das ist... wie oftmals gesagt, eigentlich das Einzige, was wirklich zählt, wenn wir irgendein Item bekommen. Und es ist schon wieder der Wake, mein Gott. Der hört auch nicht auf, da rumzulaufen, das ist unglaublich. Dieser Typ, ne? Jedes Mal hängt er in der Kaserne ab, ich weiß auch nicht. Es ist auffällig, ja, es ist sehr auffällig. Ah, wir haben sogar dadurch was freigeschaltet. Cordelia und Chris, können wir ruhig mal mitnehmen, warum nicht? Ist auch in Ordnung. Ja, dieser Schnitt am Finger brennt, aber ich habe keine Wundsalbe mehr. Was soll ich bloß tun? Du hast wieder Salbe. Ich habe deinen Vorrat heute Morgen aufgefüllt. Wirklich? Oh, wunderbar. Vielen Dank. Dir entgeht aber auch nichts, was? Right. Ich habe nur gerne ein Auge auf solche Dinge. Da ich die Ausrüstung von jedem prüfe, weiß ich, wann Nachschub nötig ist. Was? Du prüfst die Ausrüstung von jedem? Kannst du dir das alles merken? Yes. Natürlich. Wenn alle gleichzeitig neue Ausrüstung bräuchten, hätten wir Chaos. Bei den Göttern, jetzt verstehe ich, wieso dich alle als Genie bezeichnen. Sag so etwas nicht. Oh. Tut mir leid, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Nein, wolltest du wohl nicht, entschuldige bitte. Es ist nur, meine Ausbilder nannten mich bereits am ersten Tag bei den Rittern so. Das war manchmal sehr anstrengend. Sie nannten mich immer das kleine, geniale Fräulein. Ich war die aufstrebende Neue, die nicht wusste, wie man sich zu benehmen hat. Oh. Sie haben sich auch beim Training über mich lustig gemacht. Sie sagten meinen Langspeer sehr lächerlich und altmodisch aus. Gute Güte, ich wusste nicht, dass es bei den Pegasus-Rittern so hart zugehen kann. Ich schwöre, dass es ein Kompliment sein sollte, als ich dich als Genie bezeichnete. Yes.
Ich weiß, ich bin in dieser Hinsicht einfach ein wenig überempfindlich. Nun, wenn du je darüber reden willst, dann kannst du immer zu mir kommen. Naja, es gibt da eine Sache, bei der du mir helfen könntest. Schau dir mal diesen Langspeer hier an und sag mir, ob er komisch aussieht. Und ich meine nicht zum Lachen, sondern seltsam komisch. Also hatte ich mir das mit dem Helfen nicht vorgestellt. Okay, wie auch immer, interessant. Ja, stimmt, ihr habt ja auch euren S-Supporter, was dauert ja noch ein bisschen, ne? Lonzu und Cordelia. Weil Cordelia auch schon relativ weit immerhin ist, das geht ganz gut voran. Ich denke, alle machen gute Fortschritte, würde ich jetzt sagen, aktuell. Wir müssen aber auf jeden Fall noch ein bisschen was umstrukturieren, meine Güte. Unsere Inventare sind teilweise etwas sehr durcheinander, manche Waffen sind ganz schön aufgebraucht. Es gibt einiges, was man theoretisch einfach mal verkaufen sollte, ganz im Ernst. Weil manche Waffen sind einfach derart am Ende, dass man das sich nicht nochmal antun sollte, glaube ich. Das ist eher gefährlich. Ja, das ist es allerdings. Und hier sind teilweise noch Dinge auch sehr komisch platziert. Und ja, wir können eigentlich das alles weggeben, weil die werden jetzt eh nicht mehr benutzt. Das ist natürlich großartig. Ja, du kannst doch nicht mal Silberschwerter nehmen. Das ist nicht so cool, aber bald ist es möglich. Kein Problem. Okay, gut. Wie auch immer, Leute. Das sieht eigentlich ganz annehmbar aus soweit. Natürlich stimmt ja, wenn wir uns jetzt Novis Kind holen. Wir könnten theoretisch den Wurmtod auch direkt mitnehmen. Das ist halt die Frage. Wollen wir das machen? Ich will mal ganz kurz allgemein nachschauen. Wenn ich einen Zweiziegel benutze. Die Unterschiede sind sogar relativ massiv, ne? Ja, weil du kriegst eigentlich, wenn du aus der Mana-Kette rauswechselst, schon ordentlich Stat-Boosts. Und so wie sich das bei Kindern verhält, ist das, glaube ich, auch eine ganz vernünftige Sache sogar. Es sind ja immer so die Stats der Eltern, die mit reingerechnet werden. Und das hier gibt einen Stat-Boost. Also bei einer Mana-Kette mache ich das auf jeden Fall. Wow, ist einfach hier alles besser, oder? Außer die Resistenz und Magie, wow. Ja, also das nehme ich, glaube ich, mit allein auch schon für die Stärke plus 2. Sind halt 2500, die wir im Prinzip nur dafür investieren, dass das Kind direkt mit einem Skill startet. Und dann sieht man Novi mal als Wyvern-Ritterin. Das ist auch ein seltener Anblick. Aber eigentlich auch aus gutem Grund. Denn besonders toll ist das eigentlich nicht unbedingt in den meisten Fällen. Genau, weil das hier garantiert aber auch gleichzeitig, dass das Kind etwas bessere Werte jetzt bekommt. Das finde ich nämlich gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. So, Donald kann das Gleiche leider nicht tun. Der ist einfach so, ja, da kannst du eigentlich auch nichts wirklich besser machen mehr. Das geht einfach nicht. Das ist klar. Der ist da auf jeden Fall irgendwo festgefroren, was das betrifft. Du hast keine Lanze aktuell dabei, fällt mir auf. Das ist auch nicht so toll. Schmieden wir uns noch eine hoch fast, würde ich sagen, oder? Oder schmiede ich... Na, sowas schmiede ich mir nicht hoch, das ist Quatsch. Wir können unsere Bronzelanze noch ganz kurz krallen. Moment. Bronze-Items gibt es hier, genau. Ja, das schadet nicht. Das ist auf jeden Fall vernünftig, das zu tun. Ich meine, günstig sind die alle Male. Und auch das Hochschmieden von so einer Bronzelanze ist durchaus okay. Man investiert noch ein bisschen was hier. Ich weiß nicht, ob ich mehr investieren will. Hat ja eh mal diese Freiheit hier. Ich nehme mal auf 5. Das ist das Ganze, glaube ich, auf Eisenlanzniveau oder nur eins drunter. Und das passt erstmal. Einfach nur zum Trainieren, das ist später noch eine Lanze. Die können ruhig andere Einheiten auch nehmen. Dann betreten wir nun das Haus der Seelen. Nebenquest 16 eigentlich. Aber das ist bei den Kindern eben eh kreuz und quer durcheinander. Dann fangen wir damit an. Und das ist tatsächlich möglich, das Haus der Seelen. Einfach weil hier die KI so eingestellt ist, dass du nicht runtergerusht wirst. Du musst nur das Kind von Novi rechtzeitig erreichen, was wir mit dem Rettungsstab aber gut schaffen sollten. Das ist das Einzige. Sobald wir das geschafft haben, haben wir eigentlich relativ viel Flexibilität. Und ansonsten müssen wir halt viel Chris erledigen lassen, dann wird das auch möglich sein. Tochter der Drachen, Nebenquest 16. Ich freue mich, das ist cool. Los, na, du kannst es schaffen. Du bist stark, du bist tapfer, du... Nur eine Statue. Nichts, wovor ich Angst haben muss. Was zum Geier ist das? Oh Mann. Aber na, mag ich sehr, ist eine echt coole Mana-Kette. Moment mal, ich bin noch blöde. Ich kann mich in einen Drachen verwandeln. Wovor habe ich Angst? So, wie komme ich jetzt heraus? Na, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich glaube, ich habe gerade ein kleines Mädchen schreien gehört. Hinten zu mir. Okay, das war eine plötzliche Entscheidung. Novi und Donald, raus mit euch.
Aber Virion und Miriel kommen mit. Ansonsten bleiben wir allen treu. Ich weiß nicht, Olivia wäre vielleicht ganz praktisch. Auch, dass Chris nochmal agieren kann. Aber ich wüsste nicht, wen ich jetzt wegstellen sollte. Auf die meisten sind wir schon so ziemlich angewiesen, glaube ich. Irgendjemanden, auf den ich verzichten kann, gibt's eigentlich auch nicht so wirklich, oder? Du hast aktuell somit das höchste Level, aber du bist halt stat-technisch trotzdem nicht irgendwie so am rausstechen, finde ich. Du wirst später wahrscheinlich auch besser sein, wenn du dann zum Falkenritter wechselst, sobald du halt dein Talent hast, denke ich mal. Und ihr solltet sowieso, glaube ich, noch ein bisschen... Ja, ihr könntet halt relativ früh an die passenden Attribute schon kommen, die man vererben möchte. Das wäre sowieso ganz elegant, glaube ich. Das wäre gar nicht so verkehrt auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir bleiben dabei. Oh, ist in Ordnung, dann verzichten wir auf Olivia hier. So, hier gibt's... Ich weiß, das sieht grausam aus, ja. Da kommt er gleich mit Verwüstung und was weiß ich. Okay, das ist sowieso das Mieseste. Es ist eine hochgeschmiedete Verwüstung auf Kraft 18. Ja, ermöglicht 2 Angriffe. Das ist ein Brave-Buch im Prinzip. Kraft 18 auf ein Brave. 51. Mal 4 im schlimmsten Fall. Mal 2 eigentlich immer. Aber ich glaube, deswegen habe ich jetzt so einen Langbogen. Ja, wir brauchen Virion. Das ist klar. Mit einem Langbogen ist das möglich. Dann kann der sich wenigstens nicht zur Wehr setzen. Und ansonsten, ja, Kraft 60, Talion, nö. Da haben wir auch, ja, Bann plus kaltblütig plus Lebenssauger. Okay, kaltblütig wird nervig. Auf Dauer. Oh, Verderben. Kritische Trefferchance hoch. Ja, Morast ist das Schlimme, genau. Morast ist nervig, aber der ist wenigstens nicht hochgeschmiedet, immerhin. Und Kraft 40 halten wir dann schon aus. Geschwindigkeit 21 ist so am Limit. Aber die meisten sollten eigentlich gut durchkommen. Ja, wir haben Wiedergänger. Das heißt, massive Erfahrungspunkte, die wir hier kriegen. Es gibt auch ganz, ganz viele Kisten. Darf man gespannt sein, was sich so drin befindet. Teilweise können Gegner sammeln. Aber ich denke, mit Chris sollte das auf jeden Fall gut schaffbar sein. Das Talion nervt mich. Teilweise sind gerade massiv Skills verteilt, die mich absolut nerven. Ich glaube, ich reroll nochmal. Also das heißt, ich verlasse kurz die Map und betrete sie nochmal, denn dann werden alle Gegner anders angepasst, weil das ehrlich gesagt auch sowas wie, dass zu viele Zauberbrecher haben, das geht nicht. Muss ein bisschen rerollen, bis es mir passt. Ja, weil das geht nicht. Die Kombinationen sind krank. Und das ist ein richtig, richtig schlechter Skillroll noch dazu. Der ist absolut furchtbar. Das ist somit das Schlimmste, glaube ich, was passieren kann, wenn ich mir das so anschaue. Und ihr seht ja, es sind teilweise richtig krasse Angriffswerte und was weiß ich, aber das schaffen wir auch. Das ist nicht das Problem. Und hier ist tatsächlich nah. Wunderbar. Mit noch weniger Geschwindigkeit als Novi. Traumhaft. Absolut traumhaft. Oh mein Gott. Aber ihr Wachstum ist tatsächlich derart hoch, dass man sagen kann, es ist vernünftig, weil sie hat realistische Chancen, dass die es schnell genug ausbügeln kann, ohne Probleme. Na, schafft das wenigstens auch, da kann man sich drauf verlassen. Weil Na über Donne mit Talentiert hat einfach unfassbares Wachstum. Ich glaube, KP sind sogar irgendwie 133 oder so, das heißt die Chance 33% immer 2 KP zu bekommen dann. Und ansonsten ist es eigentlich konstant derart hoch, dass es fast unmöglich ist, dass nicht alle Werte steigern. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass alles sogar immer hochgeht. Okay, aber hier mein Skillroll ist die Katastrophe. Ich gehe ganz kurz raus und betrete dann gleich die Map nochmal. Das nervt mich gerade ziemlich. Wir schauen das nicht so... Ja, Talion ist nicht unbedingt so schlimm, aber... Zauberbrecher ist das, was mein Nosferatu-Bild killen kann. Zauberbrecher ist nervig. Das haben auch nur solche, also Zauberer und Dunkelritter. Genau, das sieht schon viel besser aus. Seht ihr, und das ist zum Beispiel eine Strategie. Das Skill-Rerollen ist total wichtig. Auf Extrem und noch schlimmer auf Extrem Plus. Auf Extrem Plus ist es überhaupt komplett überlebenswichtig. Also es gibt halt Maps, die sind unschaffbar, wenn du nicht Skill-Rerollst. Im Prinzip. Außer du kriegst halt wirklich sichere Doppelverteidigung in bestimmten Situationen, worauf du dich halt nicht verlassen kannst, das ist klar. Hier ist kein Problem, wenn die Talion haben, weil ich kann auf Distanz gehen und sobald die irgendwie Bögen haben, ist es eh nie ein Problem. Also solange die einen Bogen haben, schaue ich einfach, dass ich halt auf dem Bogen-Range bleibe und dann wird Talion auch nicht auslösen. Das ist also gut zu managen. Und jetzt seht ihr hier, dass wir halt einen ordentlichen Skillroll haben, das heißt, keiner hat Zauberbrecher, was für ein Nosferatu-Bild halt furchtbar wäre. Weil das bedeutet, wir treffen die halt vielleicht einfach nicht, ne? Wir haben 50% weniger Trefferchance und die treffen zu 50% besser. Also... absolut grässlich. Schlimmer geht's kaum.
Und so haben wir das halt nicht, das Risiko. Das ist ganz angenehm. Gibt zwar andere nervende Dinge auf dieser Map, aber wenigstens dieses Problem sind wir quasi los. Und das ist genau das. Skill rerollen, total wichtig auf extremer Schwierigkeit. Let's go. Du kommst ja schon wieder raus, Na, nur nicht die Nerven verlieren. Oh je, die arme Na. Aber das kriegen wir hin, kein Problem. So, als allererstes natürlich ganz klar, dass wir alle so ein bisschen kombinieren, wie man das ja gewohnt ist. Alle, die immer zusammenarbeiten, wie eh und je. Reicht das theoretisch schon über den fetten Boost, den ich jetzt bekomme? Muss mal ganz kurz gucken. Nö, du bist noch nicht in Range, ne? Ich weiß nicht, ob... Naja, ich weiß nicht, kann ich den Range hier patchen direkt? Sehen wir mal. Ist das hier eine... Naja, ich weiß nicht. Wir sind ein bisschen langsam sonst, oder? 28 ist grenzwertig. Das reicht, um die hier zu doppeln. Ich muss mal kurz nachschauen. Aber für euch würde es schon nicht reichen. Für euch schon. Und für euch reicht sowieso, das ist klar. Das heißt, hier sind nur Krieger ein Problem, wenn ich die doppeln möchte. Ja, Krieger doppeln ist ein Problem. Das ist aber auch nicht cool, weil die machen 60 Schaden. Deswegen sollte man sie auch doppeln, sicher. Das wäre ideal. Aber stimmt ja, ich kann ja Scrum zum Beispiel kombinieren. Das ist an sich auch eine sehr mächtige Kombination noch dazu. Boah, das gibt uns genug Geschwindigkeit, würde ich sagen. Die Stärke brauche ich zwar am wenigsten, aber es ist in Ordnung. Das kann man machen, das ist okay. Ja, wobei die Resistenz einer Cordelia wäre auch nicht verkehrt, ne? Später wäre eine Dunkelschwingen-Kombination sowieso so mit das Beste, was Chris eigentlich mitnehmen kann. Ist genau das, was Chris braucht. Gibt ihm magische Offensive, Resistenz und Geschwindigkeit. Also alles, was ein Nosferatu-Bild definitiv braucht. Deswegen ist das eigentlich mit so das Beste, was man machen kann. Du wärst halt komplett unnütz, Novi, ne? So ziemlich. Gut, ich kann dich mit Krom kombinieren, ist auch nicht schlecht. Dann weiß ich nicht. Dann lasse ich Lonzu mal, glaube ich, getrennt sogar. Ich glaube, ich mache das wirklich so, dass ich Cordelia lieber nehme. Cordelia bringt mir einfach mehr. Dann nimmst du aber bitte auch irgendwas anderes. Du kannst... Ja, du bist ja jetzt fast auf A-Niveau. Ich würde aber sagen, dann benutzt das hier erstmal gar. Dann kombinieren wir uns so. Halte ich für vernünftig. Schlicht und ergreifend. Dann würde ich sogar erstmal Chris runterretten, weil wenn ich das mache, dann kann ich ihn sofort schon mal zum Gegner schicken. Nicht vergessen, das kann man auch teleporttechnisch lösen. Also als Offensivstrategie eine Rettung benutzen. Sehr schön, okay. Ordentliche Werte, wunderbar. So möchte ich das doch auch sehen. Okay, dann würde ich fast sagen, wir machen am Anfang erstmal ganz, ganz viel Eskortierung, oder? Dass wir ein paar Leute runterschicken. Ja, mach das erstmal so. Wir wollen uns erstmal ein bisschen sammeln. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig. Das können wir echt gerade wunderbar machen. Das ist das Schöne daran. Und danach haben wir, glaube ich, auch alle Zeit der Welt. Ich meine, der Range der Gegner ist ja komplett markiert. Uns wird erstmal nichts passieren, das ist klar. Wir könnten sogar noch mal kurz sammeln, wenn wir das möchten, aber ihr bleibt mal zusammen. Ist das zu gefährlich, dich da reinzustellen gegebenenfalls sogar? Ich meine, 35 Geschwindigkeit, meine Güte. Wenn der nicht weit genug kommt, kann ich das sogar riskieren. Aber die Frage ist, er hat jetzt einen Bann, ne? Das heißt minus 10. Am besten, ich rechne das immer gleich auf den Crit drauf, dann ist das, als hätte er Crit 20 quasi. Ja, wir haben Glück 16 und natürlich unseren Bonus. Theoretisch sollte uns da nichts passieren können. Und wir sind schnell genug zum Doppeln, oder? Das natürlich zusätzlich. Er hat allerdings schon eine gute Defensive. Ein Kurzspeer im Vergleich macht 5, also 5 weniger sind 29. Naja, 6 mal 2. Nee, da stellen wir Chris rein und die Sache läuft. So einfach ist das. Du kannst zwar nur Bewegungen sammeln, aber okay, von mir aus. Na, wenn das mal nicht vernünftig hier aussieht erstmal, dann weiß ich auch nicht. Glitzerfelder und so Zeugs gibt's auch noch. Wir können uns austoben, wenn wir es möchten. Nosferatu reicht locker, um das hier zu erledigen, das 4. Genau, wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen pushen, müssen wir dann schon. Hauptsache, wir ziehen Nada relativ früh raus und dann passt die Sache auch.
Solange das läuft, ist alles in Ordnung. Wir sortieren mal ein bisschen um noch im Inventar und machen das Ganze jetzt so, würde ich sagen. Dann wechsle ich allerdings bei dir zur Sakrallanze sogar. Du wirst mich massiven Schaden gegen Untote machen dann. Das ist schön. Die hat ja effektiv Schaden nämlich. Oh, exzellent, oder wir critten direkt. Ja, das war doch mal ein schöner Crit-Schlag. Das gefällt mir. Und die Mission sollte doch wirklich schaffbar sein. Das ist eine der wenigen Kind-Missionen, die man direkt schaffen kann. Jetzt mal sehen, wie viel die austeilen. Okay. Das finde ich zum Beispiel exzellent, weil super Training für nah. Das mache ich, glaube ich, auch direkt. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Du hast Morras. Ich will mal nur das hier markieren, weil wenn ich jetzt aus Versehen jemanden in den Morras reinziehe, das wäre einfach so dumm. Es wäre so unfassbar dumm. Okay, ich muss dafür sorgen, dass wir eventuell noch ein bisschen Abstand nach oben haben. Müsste aber gehen, oder? Ja. Sehr schön. Nein, geht eben... Oh, ich muss kurz Bewegung sammeln. Geht nicht anders. Oder ich kann dich ja mit da drüben kombinieren. Aber ja, wir müssen tatsächlich sie so ansprechen. Das war sogar korrekt. Moment, wie machen wir das dann am besten? Dann geht kurz Lonzu mit runter. Dann kann ich mich gleich hier finishen auf die Art und Weise. Das wäre ganz schön. Okay, plappern wir, Leute. Sehr schön. Oh, du bist das kleine Mädchen. Das sagt dir die Richtige. Ich sehe nur so aus, aber ich bin eigentlich sehr alt. Ich bin eine Manakete. Ha, ich auch. Du, bist du etwa Novi? Okay. Oh, sieh an, du hast es erraten. Klasse. Wow. Du bist es. So, hey. Jetzt kennst du meinen Namen. Willst du mir auch deinen sagen? Mhm. Na. Huh? Nein, aber warum denn nicht? Trust me. Nein, Na. N-A-H. Mein Name ist Na. Warum immer ich? Das ist ein sehr verwirrender Name. Und was denkst du, wer daran schuld ist? Woher soll ich das denn wissen? Aber egal jetzt, dieser Ort ist nicht sicher. Verschwinden wir von hier. Yay. Gut. Ja, ein bisschen verwirrend vielleicht, aber gut. Soll ich den Novi gleich rüberschicken? Könnte ich theoretisch machen. Ich hab da sozusagen ein natürliches Band. Ja, ich geb dir mal Novi. Hier, bitteschön. So, du kannst theoretisch auch finishen. 71% ist allerdings nicht so toll. Ich wünschte, ich hätte schon Fähigkeit sammeln. Das wäre vielleicht ganz angebracht. Das wäre tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich könnte dann auch direkt wechseln lassen. Ja, durchaus Optionen gegeben. Die Sache ist die, sie kann halt massiv Erfahrungen sammeln. Man sollte das vielleicht auch tun, trotz allem. Ich kann ja noch Leute daneben stellen. Das gibt ein bisschen Supportband dazu. Jetzt ist Donald natürlich nicht in der Nähe. Macht aber auch nichts. Ein Glückssammler haben wir gerade keinen, ne? Ja, jetzt habe ich hier Libra natürlich schon benutzt. Sonst wäre das ganz cool auch noch zusätzlich. Mir auch niemanden, der Doppelwerte plus gibt oder so. Das wäre natürlich auch ganz schön, aber gut. Auf jeden Fall kann ich Leute daneben stellen. Das geht auf jeden Fall. Es kommen ja eh nicht alle so weit, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist momentan ein bisschen ein ziemliches Durcheinander hier. Aber ich will schon ganz gerne den Kill direkt mit Nah machen, weil wenn ich Nah ein bisschen, und das geht auch, ich kann dir Training geben, wenn ich nur ein bisschen Training mitgib, wäre das schon super. Das sollte halt echt gut managebar sein tatsächlich. Weil hier ist halt das Layout der Mission einfach ein Traum. Das sieht zwar schlimm aus, aber es ist es nicht, weil die Gegner nicht pushen. Und dadurch ist es gut schaffbar. Das ist eine der Missionen, die man halt wirklich früh schon machen kann. Wow, ein Schadenspunkt ist so lächerlich. Oh Gott, hier machen wir auch nur einen Schadenspunkt später, ne? Wenigstens hier machen wir dann mehr. Ist schon witzig, wie diese Krieger halt noch weniger aushalten dann. Aber hier können wir halt, und die Wiedergänger vor allem, die bringen extrem viel Erfahrungspunkte. Das sind richtige Erfahrungsmonster, das kann ich euch sagen. Ich kann hier mit dem Langbogen angreifen, wow. Aber stimmt, Nah agiert doch sowieso auf das Tanz mitunter. Aber ich bräuchte viele Leute daneben, damit sich das Ganze auch lohnt. Oder ich tausche jemanden rüber, der dir Fähigkeit gibt, wie zum Beispiel Virion. Nur geht das gerade schlecht, aber wir können durchaus auch nochmal wechseln. Wir haben eigentlich alle Zeit der Welt, weil das müsste eigentlich genau den größten Fähigkeitsbonus geben. Das wäre dann eigentlich auch ganz in Ordnung so, ne? Kann man durchaus mal machen. Dann trennen wir uns nochmal kurz auf. Dann vielleicht schön von hier, naja, 77. Ich mache das allerdings, weil ich resette notfalls. Kein Problem, Leute. In dem Fall ist es mir das auch wert.
Weil nah zu trainieren, das lohnt sich halt. Und das schon sehr, sehr früh. Das ist in Ordnung, das machen wir auch so. Ich kann allerdings noch Leute daneben stellen, das habe ich ja schon gemeint. Wie hier zum Beispiel. Das sollte, glaube ich, ein bisschen noch helfen, wenn unser Support-Rang dadurch schon ansteigt. Ja, 82, dachte ich mir schon. Sondern viel mehr können wir nicht rausholen, aber 82 ist so in Ordnung, oder? Greifen wir mit 82% an. Und dann sehen wir jetzt auch mal eine Verwandlung danach. Eigentlich ja meine Lieblingsmann-Rakete im Spiel tatsächlich. Ich mag Nah eigentlich ziemlich. Oh ja, 87 Erfahrungspunkte direkt. Wenn das mal keine Ansage ist, dann weiß ich auch nicht. Also bitte, das lohnt sich doch sowas von. So, wir können halt direkt auch mit ihm mal nach drüben gehen. Er hat jetzt aktuell hier nur ein Nosferatu drin. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Wir können dann den Gegner entsprechend anschwächen und vorbereiten natürlich auch. Aber dieses Nahtraining ist mir schon wichtig. Das werde ich schon mitnehmen. Yeah, Bewegungen sammeln, auch wenn es gerade gar nichts bringt. Nett. So, was kriegen wir hier vielleicht? Irgendwas Tolles? Ich habe selbst in die Hand genommen, hier etwas aufzuräumen. Sicherheit geht vor. Ach, nur Erfahrungspunkte. Ja, da kommen ein paar Wiedergänger und vor allem Dunkelritter auch. So, ich weiß nicht, wie viel Schaden mache ich dir. 44 mal 2, okay, das ist ziemlich tödlich. Aber du bist auch ganz schön gefährlich, oder? Critrate 11 aktuell, okay. Solange er nicht doppelt ist, ist es in Ordnung. Ist halt die Frage. Dürfen wir uns halt nicht doppeln lassen, das ist das Problem. Ihr seid ja noch relativ weit weg. Also der Wiedergänger könnte mich ruhig in Ruhe angreifen. Faulige Krallen haben keinen Crit-Bonus, nee. Crit 11. Also, ja, 22 Geschwindigkeit. Da können wir mithalten. Würde ich sogar fast sagen, wir stellen da einfach mal Zoomia rein. Die ist ja kurz vom Level-Up eigentlich. Wenn der Gegner uns überhaupt angreifen möchte. Wie ist es da unten? Da ist nämlich, glaube ich, noch einer mit Morast, oder? Ja. Das heißt, ich sollte nicht unbedingt mich direkt zu den Säulen stellen. Ich stelle mich ein bisschen dahinter. Bis dahin. Das reicht auch erstmal. Ich wechsle allerdings mein Nosferatu-Buch mal darauf. Ich will dir ein bisschen mehr Sicherheit gerade beim Doppeln haben, bitte. Das wäre sehr schön. Und ansonsten schauen wir mal. Ja, ich glaube, ich nutze mal hier die bessere Trefferquote, die wir über Virion bekommen. Ich glaube schon, dass sich das lohnt. Und ansonsten stellt sich jeder schön dahinter auf. Kein Problem. Ganz lässig geht das alles vonstatten. Irgendeine Rettung gefällig oder so. Wir können natürlich wirklich trainieren darüber. Ja, ich könnte mir so sehr früh wahrscheinlich auch schon das Level-Up organisieren, was ich hier ganz gerne hätte. Dementsprechend mache ich das auch. Warum auch nicht, ne? Wenn man die Option hat, dann nutzt man sie auch. Okay, achso, Miriel ist noch hier. Alles klar. Ah ja, da ist etwas frei geworden. Ja, die greifen auch mit Morast natürlich an, das ist klar. Oh, hat getroffen mit 24%, wow. Nicht schlecht. Aber mal sehen. So, da kommen jetzt diese merkwürdigen Untoten. Oh, das ging daneben, wow. Toll, Cordelia, super. Oh mein Gott. Das überlebt keiner. Und wir haben Waffenlevel A für Cordelia, sehr schön. Genau, der greift da drüben an. Macht zwar massiven Schaden, aber es reicht ja gerade so. Ging daneben. Oha! Sehr schön, Doppel-Level-Up direkt rausgeholt. Oh nein! Nein! Das ist ja furchtbar! Oh Gott, kann man das rückgängig machen? Danke. Okay, immerhin bei Gaios funktioniert's. Das war in Ordnung. Das war ein gutes Level-Up sogar. Oh Gott, 2% Kritte. Das können wir wahrscheinlich auch nie ganz rausnehmen. Das ist halt trotzdem eine Gefahr. Es sind alles High-Level-Gegner. Mit sehr, sehr hohem Niveau. Und Thoron ist halt nun mal auch Crit-Magie durchaus. Also das kann tatsächlich passieren, dass wir einen Crit irgendwo abbekommen auf der Mission hier. Das ist das Gefährlichste, was auch passieren könnte. So, angenommen du... Ja, du machst das wahrscheinlich so, ne? Okay, nee, das ist sehr gut. Das ist jetzt wieder gut vorbereitet. Ich muss nur aufpassen, weil der Typ kommt jetzt wieder mit Morast ums Eck. Wir sind nicht schnell. Das ist genau das, was wir quasi nicht können. Schnelligkeit aktuell. Und mit der Resistenz, naja, 13. Oh, das ist doof, das ist jetzt richtig grenzwertig gerade. Kann ich den eigentlich erledigen?
Noch nicht, aber bestimmt kriege ich das irgendwie hin, dass wir das so packen. Dass ich hier nicht gleich umhaue. Ein Feuerzauber zum Beispiel würde gehen. Erstmal auf... Müsste ich nur noch 12 Schadenspunkte machen, das kriege ich hin. Das machen wir auch so. Einfach, dass man das nochmal ganz kurz sieht, wie viel sie doch rausholen kann. Moment, ich habe jetzt nur die beiden markiert. Ich hab doch noch mehr markiert, oder? Ach so, ich habe ja natürlich die Wiedergänge auch markiert. Genau, genau. Nur, dass man das nochmal sieht, dass auch alles in Ordnung ist, ne? Man will sich da schon nochmal entsprechend absichern, das ist ja klar. So, und du kannst auf jeden Fall hier angreifen, ohne dass es Probleme gibt. Das ist alles ganz lässig machbar, das ist ganz schön. Flop. Kommt ein Feuerball geflogen, sehr schön. Sehr wenig Prozente. Auch das ist zu wenig. Naja, wir müssen es drauf anlegen. Wenn das jetzt daneben geht, habe ich allerdings nicht wirklich eine gute Backup-Lösung. Dann muss jemand anderes sich das krallen. Wäre ein bisschen schade. Ich hoffe mal, sie schafft's. Oh, Mann, das gibt's doch nicht. Das wäre so toll gewesen. Ich raste aus. Und genau dafür hätte ich Olivia mitnehmen sollen. Genau aus dem Grund. Ich sag's euch. Furchtbar. Warum eskaliert das immer so? Ich hätte sogar da drüben angreifen können. Ich habe ja Rettung dabei. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich kann durchaus also offensiv vorgehen, wenn ich das möchte. Darf ich nie vergessen. Das vergisst man immer so leicht, ich weiß. Ne? Dann denkt man oft nicht dran und dann ist es wieder passiert. Zelcher ist kurz vom Level ab. Wir können allerdings auch mit dir angreifen. Der macht allerdings 34 Schaden. Auszahlen kann das Teil leider. Das ist das Problem. Dann sollten wir eher auf Distanz gehen, glaube ich, nach wie vor. Dann bist du, glaube ich, doch eine etwas bessere Option dafür. Okay. Achso, du hast keine Distanzwaffe. Gut, dann machen wir das mit Gaius, oder? 8x2. Ich weiß nicht. Ach, weißt du was, doch. Gaius ist schon okay. Ganz im Ernst, das passt. Sehr schön, okay, zusammen. Ja, das sind Erfahrungspunkte. Meine Güte, gibt halt echt einfach mal 100. Krass. Okay. Ja, sammel ruhig KP. Du bist vielleicht teilweise an der Grenze gewonshottet zu werden. Da will ich rauskommen noch aus dem Bereich. So, jetzt haben wir natürlich gefährliche Leute wieder. Aber wir haben 23 Resistenz auf den Typen. Der überschneidet sich nicht, der Range, ne? Nee, tut er nicht. Gut, das ist dann in Ordnung. Dann können wir hier... Naja, wir könnten angreifen. Ich weiß nicht, wie viel Resistenz hast du? 21, aber du bist auch schnell genug. Das heißt, Arkuswind beispielsweise reicht auch völlig aus. Das können wir auch ruhig machen, ist in Ordnung. Da kommt ja sonst erstmal nichts. Mit einem Morast werden wir schon fertig. Ah, sehr schön. Wir sehen heute auch mal ein paar Crits von Leuten, die eigentlich gar nicht großartig bisher gekrittet haben, ne? Das ist eigentlich ganz schön. Das freut mich. Ja, das ist ein Level-Up. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Elegant. So, wir können uns einfach mal dahinstellen. Das ist in Ordnung. Dann filtern wir schon mal ein bisschen die Bogentypen nämlich raus. Das finde ich gut so. Genau, dann dürfte bald der Range da unten uns keine Probleme mehr machen. Das ist ganz clever, glaube ich, so. Wisst ihr was? Ihr kombiniert euch jetzt mal so. Ansonsten halten wir uns die Option eher frei. Ah ja, da geht ja was auf. Sieh mal einer an. Boah, das war klar. Ist aber nicht so schlimm. Sehr schön, das ging daneben. Also Doppelverteidigung eben. So, ich glaube, es dauert sehr lange, bis der Raum da unten aufgeht. Man könnte aber auch so lange warten. Ach, die machen gar nichts davor sogar. Interessant. Ich weiß halt nicht. Das ist schon ziemlich gefährlich da unten, die Situation. Zug 5. Ich meine, dass sich irgendwann der Raum einfach so öffnet. Und ich weiß halt nicht mehr genau wann, aber wir sind theoretisch in großer Gefahr. So, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Der hat eine Range... Also die haben Range 8. Ich glaube, die kommen am weitesten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich markiere, merke mir einfach mal, das ist tatsächlich der sichere Range. Wir können hier uns erstmal in Sicherheit wiegen. Mehr können wir nicht rausholen. Ne. Wie weit kommt der Typ? Okay, der kommt sogar so weit, dass wir... Ach nee. Aha. Schade. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich das organisieren könnte. Ich könnte es mir sogar organisieren. Warte mal ganz kurz. Oh, wo ist Umia? Warte mal, hä? Ach, da drüben, ja, weil Gaius gerade aktiv ist. Wir können das so machen. Wir sammeln. Das sieht jetzt dramatisch aus, ist es aber nicht.
Das heißt, Moment, wir müssen uns ein bisschen kombinieren dafür. Dann organisieren wir das Ganze doch erstmal so. So, genau. Einmal so, einmal wechseln. Einmal retten. Oh, du bist jetzt kurz davor. Genau, dadurch haben wir einen Range mehr und können ein bisschen pushen. Wunderbar. Und der Rest wartet erstmal. Wir warten. Wartet auf mein Signal, Leute. Oh Gott. Da kommt nichts raus. Oh Gott, da kommt nichts durch, oder? Ich habe jetzt nichts. Ich habe es mir jetzt nicht verscherzt irgendwo, oder? Ich hoffe nicht. Ihr seid mir ein bisschen zu treffsicher, Leute. Das ist nicht so cool. Okay, das wollte ich, dass er mich angreift. Okay. Der organisiert sich das schon wieder. Kein Problem, der kriegt das hin. Easy. Leichte Aufgabe. Ein Türschlüssel. Okay. Ja, kein Problem. Ich habe mir gerade echt Sorgen gemacht diesbezüglich. Wir können uns theoretisch da mal hinstellen irgendwie. Ich weiß halt nicht, wann die Gegner eben kommen. Also das hat ja keiner Zauberbrecher dabei, deswegen passt alles. Deswegen sind wir eigentlich auch sicher. Weil das ist das Einzige, was wirklich schlimm ist. Ich weiß aber nicht, ne, ich könnte einen Purgativ auf Distanz mal kurz benutzen. Das ist, glaube ich, auch angebracht mittlerweile. Ja, machen wir auch so. Ansonsten sind wir ja ganz passiv, habe ich ja schon gemeint. Ne? Wir wollen es nicht überspitzen. Und das war's. Damit ist er jetzt auf Level 15 und erlernt den Skill, den er erlernen sollte. Sehr schön, wunderbar. Jetzt kriegt er dann ein Zweiziegel und dann war es auch das. Ansonsten lassen wir alles Chris erledigen. Ja, ja, ihr Morass-Zauberer. Furchtbar. Jedes Mal das Gleiche mit euch. Aber gut. Von mir aus verschwendet euer Morast. Mein Gott, wie viel... Oh Gott, das ist echt viel, ne? Ist nicht so cool, wie viel es davon gibt. Sehr gut. Man wird hier doch angegriffen von denen. Das finde ich nicht schlecht. Und das sorgt immer für den Ausgleich. Lässt mich nie im Stich. Ausgezeichnet. Da kommt jetzt der hier mit seinem Silberbogen. Extrem gefährlich. Aber es ging daneben sogar. Ausgezeichnet. Ja, man sieht, das regelt sich ganz von alleine. Ganz entspannt geht das hier. Da wird nicht mehr viel passieren. Er wird ihn umhauen. Aber Cordelia greift auch niemand an. Aber dadurch, dass die jetzt auch ein bisschen rausgefiltert sind, das gefällt mir eigentlich. Das finde ich in Ordnung so. Ah, sehr gut. Ja, greif ruhig öfter mit an. Wow, das hat gerade einen Unterschied ausgemacht, so oder so. Hätte es jetzt nicht getriggert, so mit Vergeltung. Ah, der Türschlüssel. Ausgezeichnet. Ja, ich lasse mir hier Zeit. Ich warte noch, bis sich irgendwann der Raum öffnet. Und dann ist es sicher, nochmal zuzuschlagen. Davor werde ich hier nichts überstürzen. Ich weiß halt nicht mehr genau, wann es soweit ist. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier reingehe, könnte das auch gefährlich werden. Aber so können wir schon mal den ersten Morass-Typen erledigen, was wir auch brauchen, um weiterzukommen überhaupt. Deswegen mache ich das, glaube ich, auch. Mann, wir sind aber echt... Wir sind ganz schön fleißig, die haben Nosferatu verbrauchen. Das fällt mir jedes Mal auf. Also, eigentlich ist es überdurchschnittlich viel, was wir verbrauchen. Das ist ein bisschen sehr schade, muss ich sagen. Das ist wirklich nicht so cool. Ja, das bringt mir leider gerade nicht so viel. Und Cordelia greift natürlich nicht mit an. Ich könnte allerdings wieder eine Rettung organisieren, gegebenenfalls. Naja, bringt uns gerade nicht so viel, oder? Oder kann ich mit einem Langbogen nach oben? Sieht jetzt nicht wirklich so aus. Na, wenn, dann könnte ich nur eine aggressive Rettung spielen, aber ist auch egal. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Genau, Grom ist doch in der Nähe. Du krallst dir jetzt mal das Meistersiegel. Wohlverdient. Beziehungsweise zwei Ziegel, Quatsch. Und wir schauen mal ganz kurz nach, was gönnen wir uns denn da? Schön viel Auswahl haben wir ja. Als Zauberer wäre er übrigens auch ziemlich mächtig. Aber das Problem ist eher, dass er dann keine Stäbe mehr tragen kann. Und naja, was will man bei Libra, wenn er keine Stäbe mehr nimmt? Das ist ziemlich lame. Das hier ist so relativ die Option, würde ich sagen. Leider ist er als Dunkelritter halt nicht besonders schnell und das stört mich dann schon eher. Finde ich nicht so cool.
Und Weise sind nochmal ein bisschen mehr auf Zack. Glaub sogar, dass ich fast einen Weisen eher bevorzugen würde. Oder eher zunächst mal. Ja gut, wir könnten später natürlich das gleiche machen, auch eine Nosferatu-Tank bauen. Nosferatu-Tank Nummer 2 ist allerdings nicht so gut, weil er keinen Vorteil hat. Das ist das Problem. Und er ist halt auch nicht so schnell wie unser Avatar. Wobei er könnte sich als Weise entsprechend patchen. Er wäre dann etwas... Ja, über Magie plus 5 könnte er ein bisschen aggressiver sein, was das zumindest betrifft. Ein Magiekiller ist er sowieso schon über seine überragende Resistenz. Ich denke, ein Weiser ist am angebrachtesten. So behält er erstmal sein Stabniveau bei und wir brauchen ihn nun mal als Stabnutzer hauptsächlich nach wie vor. Außerdem kann er damit auch schnelle Erfahrungen sammeln, nicht vergessen. Auch wichtig. Dadurch wird er als Weiser schnell trainiert werden. Ich würde sagen, Weiser ist erstmal am angebrachtesten. Ja, es ist am angebrachtesten, definitiv. Er braucht eventuell ein hochgeschmiedetes Buch. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Waffenschreiben bereit bin zu opfern. Waffenschreiben opfere ich lieber für Leute, die gerade 2 Waffenränge sammeln können. Dann finde ich das gut, ansonsten finde ich das eher schlecht. Ausgezeichnet. Boah, das sieht doch ordentlich aus. Finde ich voll in Ordnung so. Nun kann er endlich Bücher nehmen. Damit ist Libraum einiges besser und wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Müssen schauen. Irgendwann kommt sicherlich noch der Moment, wo ich dann den Avatar nicht so extrem hier einsetzen muss. Ist schwierig, hier die Gegner zu separieren. Das ist eher das Problem, deswegen bin ich sehr darauf angewiesen. Ich warte halt immer noch auf den Moment, wo ich noch nicht unbedingt gleich über das hier, über unsere Vergeltung, direkt Gegner erledige, beziehungsweise Cordelia das erledigt im Support. Das läuft halt immer darauf hinaus, dass wir entweder einen sofortigen Kill erzielen oder halt der Gegner gerade so bei ganz wenig KP überlebt. Und das ist dann der Moment, wo wir nahe zuschlagen sollten und nur dann. Und das sieht zwar dramatisch aus von den Werten, aber das ist es absolut nicht. Nahe wird fleißig sammeln, keine Sorge, das kriegt die nämlich hin, das kriegt die wirklich hin später. Weil ihre Level-Ups alle überragend sein werden, das ist klar. Also man muss schon, also bei Nobi war es noch Pech, was noch einigermaßen... möglich ist, sage ich mal. Bei Nah ist es fast unmöglich. Das ist schon gräuslich, wenn die Level-Ups wirklich, wirklich mies sein sollten. Aber wie auch immer, Leute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Awakening.